Sophia. S-O-F-I-A. Das steht für Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie. Sophia ist ein astronomisches Teleskop an Bord eines Jumbojets. Und ein Flug mit Sophia ist etwas ganz anderes als ein normaler Linienflug. Es ist fast so, als würde man an einer Weltraummission teilnehmen. Entsprechend gut muss man sich vorbereiten. Aber dann ist es ein Erlebnis wie kein anderes. Mein Name ist Wolfgang Fieser, ich bin Physiklehrer am Christoph-Bobs-Gymnasium in Gelching bei München. Im Juli 2011 bin ich aus ganz besonderem Grund nach Amerika gereist, nämlich um an einem Beobachtungsflug mit Sophia, dem fliegenden Observatorium, teilzunehmen. Kurz vor Ostern 2011 kam plötzlich die Meldung, dass zwei deutsche Lehrer an einem Beobachtungsflug mit Sophia teilnehmen durften. Der Andrang und die Begeisterung war riesengroß, deswegen wurde eine Ausschreibung organisiert. Und mitfliegen sollten die beiden Lehrer, die am besten Wissenschaft und Technik von Sophia in den Unterricht integrieren konnten. Ich hatte Erfolg und ich durfte mitfliegen. Ich habe dann natürlich alles gelesen über Sophia, was mir in die Finger kam. Warum zum Beispiel stellt man so ein Teleskop in ein Flugzeug? Astronomen versuchen, möglichst viel Informationen von den Himmelskörpern zu empfangen. Viel davon erreicht uns über das sichtbare Licht, so wenn wir mit bloßem Auge an den Himmel schauen. Aber auch andere Strahlungen sind sehr, sehr wichtig. Mit der sogenannten Nahinfrarotstrahlung beispielsweise kann man durch kosmische Staubwolken, die den Blick auf die dahinterliegende Region des Weltraums verdecken, einfach hindurchschauen und zum Beispiel die Sterne sehen, die hinter der Wolke verborgen sind. So kann man auch junge Sterne sehen, die gerade erst im Entstehen sind. Sophia kann Infrarotstrahlung mit noch deutlich längeren Wellenlängen auffangen. So kann man beispielsweise den Staubwolken auf die Spur kommen, aus denen sich neue Sterne bilden, und man kann organische Moleküle im Weltall nachweisen, die sich eben durch diese Infrarotstrahlung verraten. Die meisten Sorten von Infrarotstrahlung werden allerdings durch das Wasser, das Kohlendioxid und den Sauerstoff der Erdatmosphäre absorbiert. Sie können zum Teil noch von höher gelegenen Observatoriumsstandorten auf der Erde empfangen werden, oder man geht gleich eine Etage höher in die Atmosphäre und beobachtet mit Sophia. Besonders genau angesehen habe ich mir natürlich die Beschreibung des Forschungsprojekts des Astronomen Jochen Eisdöffel von der Thüringer Landessternwarte in Tautenburg, den ich auf meinem Flug begleiten würde. Jochen befasst sich in seiner Forschung mit ganz jungen Sternen, das fand ich ungemein faszinierend. Dass der leitende Forscher für die betreffende Beobachtung, in meinem Fall Jochen, selbst mitfliegt, ist nicht immer so. Wo es nicht der Fall ist, vermittelt das DSI vor oder nach dem Flug Kontakte zu den betreffenden Forschern. Sophia ist ein deutsch-amerikanisches Gemeinschaftsprojekt. Die amerikanische Weltraumagentur NASA und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, haben sich dazu zusammengetan. Mit der Koordination des Sophia-Betriebs von deutscher Seite aus hat das DLR das Deutsche Sophia-Institut, DSI, der Universität Stuttgart beauftragt. Das DSI koordiniert und begleitet auch die Lehrermitflüge. Sophia ist in den USA stationiert. Das heißt, dass jeder Lehrer, der an einem Beobachtungsflug teilnimmt, erstmal nach Kalifornien reisen muss. Dafür gibt es einige Formalitäten zu beachten. Zum einen muss man ein Online-Visum für die USA beantragen. Zum anderen muss man eine Reihe von Formularen ausfüllen, die sich direkt auf den Sophia-Flug beziehen. Dazu gehört ein Gesundheitsfragebogen ebenso wie ein Fragebogen mit persönlichen Angaben für eine Sicherheitsüberprüfung. Dass sowohl der Gesundheitscheck wie auch die Sicherheitsüberprüfung positiv verlaufen, ist notwendige Voraussetzung dafür, dass man an einem Sophia-Flug teilnehmen kann. Alle Sophia-Formulare, die man als Lehrer ausfüllen muss, werden vom Deutschen Sophia-Institut bereitgestellt und müssen auch dort wieder abgegeben werden.
All das wird ausführlich beschrieben in den Unterlagen, die das Deutsche Sophia-Institut für die mitwilligen Lehrer bereitstellt. Am 11. Juli war es dann für mich soweit. Flug nach Los Angeles. Nach einer Übernachtung in L.A. beginnt Tag 2 der Reise und es geht direkt weiter zum eigentlichen Ziel, nach Palmdale, rund 50 Kilometer nördlich von Los Angeles. Hier befindet sich die Dryden Aircraft Operations Facility der NASA. Dort ist neben anderen Forschungsflugzeugen der US-Weltraumbehörde auch Sophia stationiert. In Palmdale angekommen, hatte ich gar keine Zeit für einen Jetlag. Da gab es dann auch schon das erste Zusammentreffen mit Jochen Eislöffel. Der war genauso gespannt auf seinen Flug wie ich und machte mich mit den Grundlagen seiner Beobachtungen vertraut. Hier ist auch der zweite Lehrer zu sehen, der mitfliegt. Jörg Trebs von der Thomas-Mann-Oberschule in Berlin. Lehrer fliegen mit Sophia immer zu zweit. Der dritte Tag. Heute stehen die Einlasskontrolle und das Sicherheitstraining auf dem Programm. Die Einlasskontrolle ist streng. Im Registrationspavillon müssen wir unseren Reisepass vorzeigen und bekommen dann unseren Badge, den Zugangsausweis. Die NASA teilt sich die Rollbahn mit der US Air Force, für die in Palmdale streng geheime Flugzeugprojekte durchgeführt werden. Und schon deswegen sind die Kontrollen hier sehr streng. Aus dem gleichen Grunde darf auf dem Gelände nicht einfach fotografiert werden, wenn, dann nur auf Anfrage. Um die Fotoerlaubnis kann sich die DSI-Begleiterin kümmern. Beim Fotografieren selbst muss ein NASA-Mitarbeiter dabei sein, der aufpasst, falls ein Air Force-Objekt ins Blickfeld gerät, das nicht fotografiert werden darf. Am frühen Nachmittag dann die Sicherheitsbelehrung. Basically, this is your evacuation training. Course objectives is to let you know what survival. Die dauert rund eine Dreiviertelstunde. Hier sieht man jetzt auch das ganze Team des Lehrerflugs. Links sitzt Jörg Trebs, der zweite Lehrer auf diesem Flug. Neben Jörg sitzt Cecilia Scorza vom Deutschen Sophia-Institut, die uns begleitet. Die DSI-Eskorte ist wichtigster Ansprechpartner der mitfliegenden Lehrer. Spätestens jetzt beim Sicherheitstraining wird klar, weshalb mitfliegende Lehrer und Lehrerinnen ausreichende Englischkenntnisse besitzen müssen. Denn auch die Sicherheitsbelehrung findet, wie all unsere Verständigung mit NASA-Mitarbeitern, selbstverständlich auf Englisch statt. Einiges von dem, was hier gesagt wird, kommt einem bekannt vor, wenn man schon einmal mit einem normalen Flugzeug geflogen ist. Die Sauerstoffmasken, die im Falle eines plötzlichen Druckabfalls von der Decke fallen, oder die Schwimmwesten, mit deren Handhabung man sich vertraut machen soll. Anders als bei einem Linienflug kann man hier aber alles endlich mal selbst ausprobieren. And then to inflate it, you got two paddle handles, and you just pull down that handle. So give them a good yep. Okay. Now that was just one side. So you can see if both sides inflate. This is where you want to grab is on the bottle here. Und es gibt die EPOS. Das steht für Emergency Passenger Oxygen System, also Notfall-Sauerstoffsystem für Passagiere. Diese mobilen Atemgeräte muss man mitnehmen, wenn man nicht an seinem Platz bleibt, sondern durch das Flugzeug wandert. Hier sieht man Jochen Eislöffel, wie er sich ein EPOS über den Kopf gezogen hat. Man kann relativ gut durchschauen und man hat eine Dreiviertelstunde Luft zum Atmen. Auch die Kleiderregeln sind strenger. Feste Schuhe sind Pflicht. Sandalen gehen überhaupt nicht. Und aus Brandschutzgründen wird Bekleidung aus Baumwolle empfohlen. Dann gibt es noch Notfunkgeräte. Sie sind vor allem für die Piloten und für den Rest der Crew gedacht, damit die bei einer Notlandung Hilfe holen können. Am Ende des Sicherheitstrainings wurde es dann noch einmal richtig spannend. Das war unsere erste Gelegenheit, Sophia live zu sehen und einmal an Bord zu gehen. Auch wenn zunächst die Lage der Schwimmwesten, Sauerstoffmasken, EPOS und Notausgänge im Vordergrund standen, haben wir doch das ganze Flugzeug besichtigen können. Alles, was wir bislang nur von Fotos kannten, haben wir das erste Mal mit eigenen Augen gesehen. Tag 4. Jetzt wird es ernst. Trotz der Aufregung sollte man versuchen, noch etwas Schlaf zu finden. Bis 5:30 bleibt noch Zeit, eine warme Mahlzeit zu genießen und Proviant für die Zeit an Bord einzukaufen. Das ist notwendig, weil man bei einem Sophia-Flug eben keine Mahlzeiten serviert bekommt, sondern sich selbst versorgen muss. Um 6 Uhr trifft sich die versammelte Mannschaft zur Vorbesprechung des Flugs. Der Wetterbericht wird ebenso vorgestellt wie der Status des Flugzeugs, des Teleskops und der Instrumente, und die astronomischen Beobachtungsobjekte der Nacht werden kurz angesprochen.
Wie jedem der Sophia-Flüge ist auch diesem hier eine monatelange Planungsphase vorausgegangen. Für jede Beobachtung eines bestimmten Himmelsobjekts sind nur ganz bestimmte Flugrichtungen und Zeitfenster möglich. Und natürlich muss das Flugzeug am Ende der Nacht zu seinem Stützpunkt zurückkehren und dabei noch den Treibstoffverbrauch berücksichtigen. Bei der Vorbesprechung erhalten all diese Planungen sozusagen noch ihren Feinschliff. Dann ist es Zeit, an Bord zu gehen. Die Aufregung unter uns Gästen nimmt zu, denn jetzt wird es ernst. Punkt 19.15 Uhr werden die Türen verschlossen. Der Start muss auf alle Fälle pünktlich sein, um den Zeitplan für die Beobachtungen einhalten zu können. Nach einer weiteren kurzen Sicherheitsbelehrung setzen wir Lehrer uns dorthin, wo in der normalen Boeing 747 die erste Klasse ist. Der hintere Teil des Flugzeugs gehört jetzt der Missionscrew und die wollen wir auf keinen Fall stören. Die Fahrt zur Startbahn ist langsamer als gewöhnlich, einfach um das Teleskop zu schonen. Auch der Start ist sanfter, als man ihn von einem Linienflug gewohnt ist. Das Flugzeug ist bis oben hin vollgetankt und verhält sich entsprechend gemächlich. Die Techniker machen dabei die letzten Checks und die Wissenschaftler gehen noch einmal ihre Beobachtungsprogramme durch. Schon nach einer Viertelstunde hat Sophia ihre vorgesehene Flughöhe erreicht, etwa 12 Kilometer. Wir sind in der Stratosphäre, einige Kilometer höher als der normale Linienverkehr. Wenn das Anschnallzeichen erlischt, dann gibt es endlich die Möglichkeit, sich frei im Flugzeug zu bewegen. Zeit, gemeinsam mit der DSI-Eskorte die verschiedenen Stationen zu erkunden. An Bord von Sophia ist alles deutlich lauter als in einem Linienflugzeug. Was Sie jetzt gleich hören, vermittelt Ihnen einen guten Eindruck des Lärms, den man wirklich die ganze Zeit an Bord hört. Wir blenden ihn danach natürlich wieder aus, damit ich weitererzählen kann. Alle, die direkt an der Mission arbeiten, haben einen Kopfhörer auf und ein Mikrofon, um sich zu verständigen. Auch als mitfliegender Lehrer bekommt man einen Kopfhörer und kann die Gespräche der Wissenschaftler und Techniker verfolgen. Okay, ist fertig. Okay, dann schicke ich nochmal sicherheitshalber einen hinterher. Okay. Müsste sofort durch sein. Also Richtung. Nee, jetzt ist er gut. Okay, wir starten die nächste Integration. Okay, integrating. I release the red button, ja. Im Heck von Sophia ist das Teleskop untergebracht. Wir in der Innenkabine schauen direkt seitlich auf das Teleskop und auch auf das Druckshot, das die Innenkabine nach hinten begrenzt. Auf der anderen Seite des Shots ist während der Beobachtungen die Teleskoptür geöffnet und es herrschen ungefähr minus 50 Grad Celsius. Das Teleskop ist 17 Tonnen schwer und hat einen Hauptspiegel mit 2,7 Meter Durchmesser, um das Licht zu sammeln. So ein Flugzeug wackelt natürlich beim Fliegen. Durch ein spezielles Stoßdämpfersystem wird verhindert, dass sich die Vibrationen des Flugzeugs auf das Teleskop übertragen. Darüber hinaus muss sich das Teleskop immer wieder ein bisschen bewegen, um sein Beobachtungsziel ganz präzise im Blick zu behalten. Direkt am Teleskop sitzen die Techniker, die das Teleskop überwachen und steuern und es insbesondere auf neue Beobachtungsobjekte ausrichten. Im Laufe des Flugs, wenn der Stress sich etwas gelegt hat, kann man die Techniker auch mal ansprechen. Das sollte man aber unbedingt mit der DSI-Eskorte abstimmen. Die Techniker haben uns dann ganz genau erklärt, wie das mit der Teleskopsteuerung funktioniert. Links hier im Bild ist der Arbeitsplatz des Mission Directors, des Chefs des Beobachtungsflugs. Der hat auf alles ein Auge, was während des Flugs passiert und ist insbesondere für die Sicherheit des Flugs verantwortlich. Mit dem Mission Director unterhält man sich am besten nicht so ausführlich, weil er alle Hände voll zu tun hat und immer unter Dampf steht. Neben dem Mission Director sitzt der Navigator, in diesem Bild links. Das hier ist der Bildschirm, an dem er arbeitet. Er zeigt den Flugplan, die Position des Flugzeugs und die Zeit bis zur nächsten größeren Kurskorrektur.
Auch Karten mit Vorhersagen zu Temperatur und Wasserdampfgehalt der Atmosphäre lassen sich abrufen. Die Konsole vor dem Mission Director gehört bei diesem Flug den Instrumentenwissenschaftlern. Hier sollte man sich als Lehrer nicht aufhalten, weil es für die Wissenschaftler doch eine angespannte Situation ist. Der Aufenthalt zwischen den Konsolen und dem Teleskop ist aus Sicherheitsgründen verboten. Genau durch die Mitte des Druckschotts, da kommt das Licht vom Teleskop zu den Instrumenten. Hier hängt gerade GRAID am Teleskop, der German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies. GRAID ist eines von 7 Instrumenten, die SOFIA zur Untersuchung des Infrarotuniversums zur Verfügung stehen und sucht im sehr langwelligen Infrarotlicht nach Signalen von Molekülen in sehr kalter Umgebung. GRAID wurde unter der Leitung von Rolf Güsten vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie von einem Konsortium deutscher Institute gebaut, an dem auch die Universität Köln, das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und das DLR beteiligt waren. Hier am Konferenztisch können die mitfliegenden Wissenschaftler die Daten, die ihnen GRAID geliefert hat, direkt anschauen und analysieren und das weitere Vorgehen planen. An dieser Stelle, da muss man mit dem Fotografieren sehr zurückhaltend sein. Wir Lehrer bekommen hier Daten zu sehen, die die Wissenschaftler erst noch auswerten und veröffentlichen wollen. Im Zweifelsfalle sollte man daher lieber erst fragen, was man fotografieren darf und was nicht. Auch dafür ist die DSI-Eskorte immer der erste Ansprechpartner. Seit einer Weile hat sich für uns Lehrer übrigens noch eine Verbesserung ergeben. Die Lehrer haben jetzt ihre eigene Konsole mit Bildschirmen, auf denen sie die Daten des Beobachtungsflugs selbst direkt verfolgen können. Einen Sonnenaufgang am Rand der Atmosphäre zu erleben, das schon allein ist ein wunderbares Schauspiel. Wenn man dabei noch im Cockpit sitzen darf und den Funkverkehr zwischen den Piloten und der Flugsicherung Los Angeles mitbekommt, dann ist das etwas, was man sein Leben lang nicht vergisst. Gegen 5:30 Uhr morgens verlassen wir dann unsere Beobachtungsflughöhe und gegen 6 Uhr landen wir wieder in Palmdale. Es war in der Tat eine sehr lange Nacht. Aber jede Minute wurde genutzt, um entweder Messungen vorzunehmen oder das Teleskop oder die Geräte zu kalibrieren. Und die ganze Crew war durchgängig bei der Arbeit. Bewundernswert. Um 5:45 können wir das Flugzeug wieder verlassen und haben nach rund 10 Stunden Flug wieder festen Boden unter den Füßen. Nach der durchwachten Nacht sind wir entsprechend müde, aber ein Termin steht noch an. Anschließend kommt nämlich noch das Debriefing, bei dem der Verlauf der Mission in allen Einzelheiten durchgesprochen wird. Was erfolgreich war und was nicht, was man besser machen könnte, all das kommt hier jetzt zur Sprache. Noch eine Übernachtung in Palmdale und dann geht es auch schon wieder Richtung Heimat. Nach 13 Stunden Flugzeit lande ich glücklich wieder in Deutschland. 2 Tage später stehe ich dann wieder vor meiner Klasse und erzähle von meinem Beobachtungsflug. Als Lehrer stellt sich natürlich die Frage, wie man die SOFIA-Erfahrungen in den Unterricht einbringen kann. Nun, zum einen kann man nach seinem Flug aus einem nahezu unendlichen Schatz von Erfahrungen und Anekdoten schöpfen. Es motiviert die Schüler ungemein, auf diese Weise Forschung aus erster Hand zu erfahren, wie so ein Beobachtungsflug abläuft und wie dabei die verschiedenen Nationen zusammenarbeiten. Außerdem ist so ein Flug natürlich die ideale Gelegenheit, sich mit aktueller Forschung zu beschäftigen. Und eine ganze Reihe von Themen aus der Wissenschaft und der Technik eines SOFIA-Flugs lassen sich direkt in Form von Schülerexperimenten im Unterricht umsetzen. Das belebt den Unterricht natürlich ganz ungemein. Zusammenfassend kann ich sagen, es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung und ich beneide jeden Lehrer, der seinen SOFIA-Flug noch vor sich hat. Das SOFIA-Mitflugprogramm gibt Lehrern die Möglichkeit, Forschung hautnah zu erleben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es etwas ganz anderes ist, ob man über SOFIA nur hört oder liest oder ob man einmal persönlich dabei gewesen und mitgeflogen ist. Die Rückmeldungen unserer Lehrer sind durchweg begeistert und wir wollen deshalb das Programm auch fortsetzen und ausbauen. Mit deren Erfahrungen gehen die Lehrer dann zurück in die Schulen. Das Ergebnis ist ein sehr lebendiger Unterricht, der direkt mit einbezieht,
was die Lehrer an Bord von Sophia erlebt haben. Und ich spreche für alle an Sophia beteiligten Partner, insbesondere auch für die Universität Stuttgart, wenn ich sage, uns liegt die naturwissenschaftliche und auch die technische Bildung sehr am Herzen. Und wir freuen uns, dass Sophia mit dem Lehrer-Mitflugprogramm hier einen einzigartigen und auch sehr konkreten Beitrag leisten kann. Wenn Sie sich also als Lehrer für einen Mitflug an Bord von Sophia interessieren, dann sprechen Sie uns an, bewerben Sie sich und mit etwas Glück können Sie auch einmal dabei sein, wenn Sophia für astronomische Forschung in die Stratosphäre aufsteigt.